Was geht ab, Leute? Ein herzliches Willkommen hier zu unserer Airfans 23 mit Teamquere mit Audi. Wir sind hier in Sandford, eigentlich dem Zuhause natürlich der Verstappen-Fans. Doch ich mal mir heute echt gute Chancen aus. Zuerst habe ich ein bisschen Ehrfurcht, denn die Strecke ist wirklich hardcore. Ich denke aber trotzdem, dass wir heute ein tolles Rennen hier fahren können und vor allem werde ich wieder alles geben, um überhaupt Punkte holen zu können. Hier haben wir nun Sandford, 4,2 Kilometer, 14 Kurven und auch 2 DS-Zonen, die ja eher weniger bringen. Aber das Besondere ist, wir dürfen ja auch jetzt schon ab der letzten Kurve das DS aktivieren. Das ist natürlich eher so semi-gut, denn unsere erste Season ist bis jetzt eher durchwachsen verlaufen. Seitdem ich auf Schwierigkeit 94 aufgedreht habe, ist es eher schwieriger geworden, generell Punkte zu holen. Aber ihr wolltet das auch so und trotzdem, ja, finde ich, wir müssen einen Kompromiss finden. Vielleicht werde ich entweder auf Stufe 90 fahren, um da generell was mit wieder zu schaffen. Oder ich werde dann Traktionskontrolle hingeben. Denn beides ist verdammt schwierig. Ich schaffe es nicht, mich bis zum Maximum zu pushen, aber eben nicht mein mit Traktionskontrolle aus. Also so, falls ihr wisst, was ich meine. In Monaco zum Beispiel, Singapur, auch Japan werde ich sowieso mit TSC einfahren. Das sage ich aber auch im Board. Zuerst, wenn es dann soweit ist, hier fahren wir mit TSC auf Mittel. Und ja, wir sind hier auf einem guten, stabilen 16. Platz. Hier ist natürlich eher eine kurze Strecke und da ist eine Sekunde im Mittelsektor schon sehr hart. Oh mein Gott, ja, da will ich auch wieder zu viel. Da kommt das Heck, da rutscht du herum und dann ist es wirklich unfassbar schwierig, generell hier was rauszuholen. Aus der letzten Kurve raus dürfen wir das DRS schon aufdrehen und es ist dann der 15. Platz. Das ist okay. DRS-Sektor. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hamilton, Leclerc, Verstappen, Norris, Fernando Alonso, Perez, Gasly, Ocon, Bottas, Albon, Tsunoda, der Wissenschaftler, Joe, Oscar Piastri, Doohan, Sargent, Stroll, De Vries, Hülkenberg und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Das ist die Startaufstellung. Uninteressant ist auf jeden Fall, dass seitdem Aston Martin jetzt, also seitdem Alonso gegangen ist, dass der Aston Martin eher schwächer ist. Ich Idiot habe wieder vergessen aufzunehmen. Deswegen wird es das hier in der Spezialansicht geben. Wir kommen ja sehr gut vom Fleck weg, eigentlich eh wie immer. Und hier links haben wir schon einen MoneyGram Haas, da kommt es zu leichten Berührung, aber das ist noch keine Verwarnung. Links können wir dann gegen Guan Yu ein bisschen ausweichen und da vorne ist schon wieder Checo Perez, der auch, wie in Wirklichkeit hier ein bisschen, schwächelt. Gerade in den letzten 2-3 Rennen schwächelt Perez ordentlich. Und da können wir quasi eigentlich immer gegen, auch gegen ihn können wir nicht fahren, aber wir können quasi mit ihm fahren oder sind halt dann immer auf Augenhöhe nach dem Start. Das ist halt sehr interessant. Hier ist natürlich mal ein Grooven und da ist der Alpine vor uns. Ja, ich sehe auch die Alpines und generell die McLaren aktuell noch in unserer Reichweite. McLaren eher besser, Alpine eher schwächer als wir. Kommt natürlich auf die Strecke an, aber die McLaren wirken immer sehr, sehr stark. Im Gegensatz eben zu uns. Hier können wir aber gut noch mitgehen. Das wundert mich auch ehrlich gesagt. Unser Auto dürfte dann doch sehr gut auf dieser Strecke sein. Und ja, das ist natürlich der wichtigste Punkt. Und ich versuche auch, gerade die ersten 2-3 Runden müssen wir eigentlich im DS-Fenster bleiben. Das ist wirklich essentiell wichtig, um hier zu überleben. So, der Lime Windschatten können wir hier an nicht an Alonso, sondern das ist Esteban Ocon, trotzdem können wir hier irgendwie drankommen, aber ich war da viel zu spät auf der Bremse und hatte auch irgendwie keinen Plan, was ich machen will. Der McLaren, wir sehen es auch wieder vor dem Red Bull und ich, finde die Strecke toll. Also man hat ein, zwei Änderungen gemacht, ein, zwei Curbs geändert und ich muss sagen, das macht jetzt viel, viel mehr Bock, auf dieser Strecke zu fahren. Hier dann geht's in den engen Mittelsektor, der rechts dieser Curb wurde geändert und der bockt jetzt so hardcore. Man kann da den wirklich full drüber fahren.
Und das ist halt genau das, was ich wollte. Die Kurve ist immer noch sehr, sehr schwierig zu handhaben. Beim Rostbeschleunigen verlieren wir einiges an Zeit. Eben auch, weil ja ich ein Controller-Player bin und man merkt dann halt dann doch das Defizit zwischen Controller und Wheel oder also Wheelbase oder so. So, jetzt sind wir Ende zweiter Runde und wir jagen hier förmlich den Alpine. Wir sehen auch, Perez hat sich ein bisschen absetzen können. Ja, es ist eher so semi-gut. Jetzt gucken wir uns aber mal den Start an. Und George Russell ist hier besser weggekommen als Carlos Sainz Jr. Das fällt auf jeden Fall auf. Und auch Verstappen schwächelt ein bisschen. Wir können hier reingehen. Gegen den Haas kommen wir hier eigentlich gut raus. Haben aber dann innen noch gut genug Platz gelassen. Gegen Guan Yu Zhou ist es hier dann... Nein, es war Valtteri, oder? Ist das Valtteri? Ich glaube, es war 77, also es war Bottas. Trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Hier dann Runde 2 und da wäre es fast zur Katastrophe gekommen. Ja, ich weiß nicht genau, was ich hier vorhatte. Ich war erstens mal viel zu spät auf der Bremse und zweitens einmal, ja, war es einfach sehr dumm. Wir sind in der 5. Runde und immer noch, zu meinem Erstaunen, hinter dem Alpine unterwegs. Das ist noch immer noch die Sekunde. Und ich glaube auch, solange wir in diesem Sekundenfenster bleiben können, ist das eher schönes Leben für uns. Wenn wir dann rausfallen, wird es wieder schwieriger werden. Reifenverschleiß ist auch so ein Thema. Gerade hier in Zandvoort ist der Reifenverschleiß erwartungsgemäß gering. Also ich habe mir erwartet, dass ja richtig hoch sein wird. Es sind ja viele Kurven, ja, das war jetzt eher semi-gut. Es sind ja viele Kurven und auch viele harte Bremspunkte. Trotzdem ist der Reifenverschleiß ziemlich gut und wir können wirklich hoffen, dass wir länger draußen bleiben können. Ich fahre normalerweise immer diese Basics, gelb und dann auf weiß oder so. Hier wollte ich mal ein bisschen Risiko eingehen. Ich habe auch gesehen, in der Rennstrategie, jetzt wird es knapp mit dem DS-Fenster, ich habe auch gesehen, in der Rennstrategie, da haben wir werden noch gejagt hier hinter uns, da waren wir auch ziemlich, alle 6 Runden konnte ich da, 5 glaube ich sind es nur, konnte ich da wirklich bravourös fahren und hatte da auch erst 25-30%, das ist toll gewesen, das war eine sehr gute Referenz und da dachte ich mir auch, lass uns mal die Routen kopieren. Wenn ich den ersten Stint ein bisschen rauszögern könnte, dann könnten wir das locker schaffen. Und rauszögern heißt, zwischen 8 und Runde 12 irgendwas da in die Box gehen und mal gucken. Vielleicht geht es länger, vielleicht aber auch nicht. Da kann ich aber immer noch auf Weiß umswappen, falls ich das nicht will. So, ich glaube, wir sind immer noch ein bisschen im DS-Fenster. Aber ja, ich darf mir natürlich nicht viele Fehler erlauben, denn wenn ihr links im Rückspiegel nach rechts guckt, da drückt der Haas aber an wie die Pest. Also der ist wirklich unfassbar schnell. Dieser MoneyGram drückt an. Hier gibt es DRS und wir bekommen keins mehr. Sprich, wir sind auch nicht mehr im DRS-Fenster zu dem Alpine. Das ist scheiße. Das ist natürlich absolut gar nicht gut. Und das will man auch nicht in so einer Situation, wo man wirklich um jeden Zentimeter pusht, dass wir da jetzt gegen den Haas an Boden verlieren. Das könnte richtig knapp werden. Jetzt hier Richtung Turn 1. Das ist auch, glaube ich, die einzige reelle Möglichkeit zu überholen, wenn man hinterher fährt. Da schießt der Alpine der Haas vorbei. Das ist Albon. Und ja, der hat gewechselt. Halleluja. Da sind wir ganz, ganz knapp bei einer Katastrophe entgangen. Und jetzt geht's hier in meine Lieblingskurve. Turn 3. Die schöne Steilwand. Ich probiere auch immer eine andere Linie zu fahren. Ich fahre so eine Kante. Also ich fahre rein und dann möchte ich immer beim Rausbeschleunigen gleich mehr Schwung und mehr Pace mitnehmen. Das hat diesmal auch gut funktioniert. Wenn ich in den Rückspiegel gucke, ist da nicht in großer, breiter Auflösung ein Haas. Da ist ein bisschen Abstand zum Haas. Hat aber natürlich jetzt auch richtig Zeit gekostet. Jetzt sind doch die Reifen eher schon am Sterben. Und jetzt haben wir auch kein DRS mehr. Das wird jetzt eher kein schönes Leben mehr. Trotzdem muss ich den Stint noch ein, zwei Runden rauszögern. Es wird nichts bringen, dass wir jetzt dann gleich reinfahren. Sonst, ja, sind wir da irgendwie Kanonenfutter. Wir sind da jetzt auch nicht auf einen stabilen 4., 5. Platz. Das war eine Verwarnung, by the way. Ja, und jetzt folgen dann auch die Fehler, wenn der Druck von hinten kommt. Und das muss ich mir noch ein bisschen abgewöhnen, dass ich da wirklich, ich muss da eisenhart bleiben. Ich darf keine Fehler machen. Ich muss da wirklich wie auf Schienen fahren. Und das ist das Problem. Wir kommen aber immerhin noch gut zurecht. Da kommt jetzt der zweite Alpine hinten nach. Den können wir aber noch abdecken. Und jetzt probiert es der Albon von innen. Da lassen wir aber ihn mal genug Platz zum Atmen und da kommt er auch kurzzeitig vorbei. Nur ich habe hier meine Nase noch drin und das ist jetzt meine Kurve. Und da können wir an Alexander Albon wieder vorbeigehen. Innen wollte er gleich wieder reinstechen, da können wir auch gut mitgehen. Und es ist die 12. Runde, ich habe es tatsächlich geschafft, 12 Runden mit diesem roten Satz Reifen auszuhalten. Die Konkurrenz ist natürlich im Weg,
Aber trotzdem, wir haben nur 13 Runden mit dem gelben Satz. Das bedeutet auch, dass wir einerseits ein bisschen mehr pushen können. Und jetzt kommt auch zeitgleich mit mir der Haas rein. Das heißt natürlich auch nicht verkacken. Das könnte nämlich wieder sehr knapp werden. Auch der McLaren war drin. Und auch hier der Williams kommt rein. Jo, ja, mal gucken. Das war eher semi-gut. Und da kommen wir trotzdem vor Alex Albon raus. Das ist wichtig. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und wir haben nur 13 Runden, die hier mit diesem gelben Satz zu gehen sind. Let's go, keep pushing. Und ich bin sehr gespannt auf das Endergebnis. Denn ich habe absolut keinen Überblick, wo wir gerade irgendwie stehen. Es ist ein Blindflug. Ich habe ja hier die Replay aufgenommen und das ist ein Blindflug. Ich kann euch das leider nicht sagen. Salala. Ich mag die Strecke noch viel mehr mit diesem neuen Handling der neuen Autos, denn das macht jetzt wirklich Spaß. Es ist sehr smooth. Man kann hier wirklich gut pushen. Man kann hier sehr, 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 sehr viel Schwung aus manchen Kurven mitnehmen. Manche Kurven sind immer noch schwierig, wie die hier, aber auch Turn 1, finde ich, ist unfassbar schwierig. Und auch hier nachher die Kieskurve. Also die erste geht, die konnte ich immer schon gut schneiden, aber die ist schwierig, weil beim Rausbeschleunigen wird das Heck auch ganz, ganz unruhig. Auch wenn ich das ES ausgeschalten habe, wird das Heck sehr unruhig. Und jetzt ist die erste Runde vorbei mit den gelben Reifen. Die sind natürlich in erster Linie mal viel entspannter. Die sind nicht rutschig, die geben Pace und die geben auch ein gutes Gefühl. Nur mein Problem, ich sage es auch wirklich immer wieder, es sind diese fucking Reifen, die einfach keinen Sinn mehr geben in dem Game. Falls ihr wisst, was ich meine, oh mein Gott, die ergeben einfach keinen Sinn mehr. Die gelben und die roten verbrauchen gefühlt gleich viel jetzt und auch die weißen, die halten gefühlt weniger aus wie die roten. Also ich glaube, du kannst eigentlich nur verlieren. Die roten sind noch immer die schwächsten, aber die sind bei Gott nicht mehr so, wie die mal waren. Also die roten sind jetzt viel stärker geworden und die gelben, glaube ich, die braucht man eigentlich gar nicht mehr, weil von der Pace ist der gelbe und der weiße kaum was um und auch von der Lebensdauer. Also ich glaube, das müsste man mal angleichen, das ist echt sehr nervig. Hier haben wir dann die nächste Replay, das ist also Runde 2 raus. Nein, jetzt haben wir hier Runde 3. Da war jetzt der gute Albon an uns dran. Das war, glaube ich, Anfahrt Turn 1. Genau, das ist Anfahrt Turn 1. Und wir konnten uns gerade noch so abdecken. Und jetzt dann hier wieder beide jagen uns. Zuerst fahre ich da einmal raus und dann gehe ich wieder rüber. Das war ja, das war gut. Wir dürfen ja einmal kreuzen. Und dann gehen wir hier nebeneinander in Kurve Nummer 2 rein, da haben wir aber jetzt natürlich den besseren Weg und da kommt es zur Berührung zwischen Albon und Gasly. Das ist gar nicht gut, dass sich die da hinten berühren. Trotzdem haben wir da wirklich den besseren Ausgang für uns. Jetzt sind wir in Runde 17, Leute, und ab hier konnte ich dann auch wieder, oder habe ich dann endlich daran gedacht, aufzunehmen. Und wir sind auf dem 10. Platz, also nicht gerade das beste Ergebnis. Und es war jetzt dabei, okay, Pierre Gasly ist jetzt auch an uns vorbei. Das ist natürlich eher semi-gut. Wir sind ganz, 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 ja, auf einem einen Punkt, Wackelpunkt. Das ist natürlich jetzt okay. Schaffen wir den Punkt wenigstens ins Ziel zu retten? Ich glaube nicht, dass wir an Gasly drankommen werden. Ich glaube, Albon wird noch an uns drankommen. Das könnte noch interessant werden, Leute. Das wird noch ein spannender Fight bis zum Schluss. Ich habe ein bisschen Schiss, was da jetzt abgeht. Trotzdem müssen wir alles geben. Keep pushing. Und natürlich nicht zu viele Fehler machen. Wir wissen auch, wir haben den etwas... Nein, haben wir nicht. Wir sind gleich alte Reifen. Also, und das ist auf meinem Auto sowieso egal, weil meine Reifen verbrauchen immer ganz schnell irgendwas. Also wirklich, wir sind...
Es geht in den Endfight. Es sind nur noch 4 Runden zu gehen. Und ja, im Rückspiegel kommt Alex Albon immer näher. Ich muss wirklich aufpassen. Jetzt sind wir in der 23. Runde und Alex Albon drückt ordentlich an. Er hat aber auch Bottas im Schlepptau mit. Und das könnte eine entscheidende Session werden. Denn wenn wir das hier nicht schaffen, vorne zu behalten, verlieren wir unseren einzigen Punkt. Und das wäre natürlich sehr schade. Aber ja, ich meine, ich kann auch nicht Welten bewegen. Ich kann ihn jetzt auch nicht von der Strecke klatschen, dass ich den einen Punkt behalte. Alex Albon ist übermotiviert und vor allem ist er im Haas sehr stark. Das ist mir auch im letzten Rennen schon aufgefallen. Und wird uns vermutlich auch in den zukünftigen Rennen auffallen. Aber jetzt mal hier einmal noch bieten. Es sind nur noch 2 Mal dann diese Start- und Zielgeraden. Und nein, nur noch einmal, natürlich. Nein, eigentlich 2 Mal. Wir fahren ja von 24 auf 25 und dann von 25 auf Ziel. Also es sind noch 2 Mal und ich bete wirklich, dass Albon das nicht schafft, an uns vorbeizukommen. An Gasly haben wir nicht mal so viel Zeit verloren, aber Lando ist wirklich um Welten schneller. Ich hoffe natürlich, dass wir dann auch in Season 2 ein bisschen mehr angreifen können. Ich glaube, ich muss auch im Qualifying eher ein bisschen weniger tun, denn es ist wirklich so schwierig, wenn du so eine Bomben-Qualifying-Runde rauswirfst. Und jetzt kommt Bottas, das reicht aber nicht, dass er uns angreifen kann. Und ja, nur noch einmal die halbe Start- und Zielgeraden. Nur kein Fehler mehr erlauben. Wir sind in der letzten Runde, Leute. Es wird verdammt spannend, ob wir das hier geregelt bekommen. Bottas jetzt hinter uns. Ich hoffe natürlich auch, dass Albon und Bottas ein bisschen ins Zweiten kommen. Auch wenn es absolut gar keinen Sinn für beide geben würde. Trotzdem kann man natürlich auch hoffen, dass irgendwer noch eine Strafe bekommt oder so. Sieht, als käme Regen. Ja, das juckt mich auch nicht bei den nächsten 5 Minuten. Egal. Wir müssen hier noch einmal die eine DS-Zone überstehen und dann noch einmal die halbe Start- und Zielgeraden. Nur nicht irgendwie ins Gras kommen, nur kein Rutscher zu viel. Das war knapp, das war verdammt knapp. Und hier dann durch, hier decken wir schon ein bisschen ab beim Einlenken und jetzt geht's in den letzten Sektor, Leute. Jetzt wird's spannend, wir konnten uns mal hier ein bisschen Luft verschaffen. Jetzt dann hier noch einmal in meine Lieblingskieskurve und da rutscht das Auto nochmal. Die Reifen sind durch. Letzte Kurve, nur nicht verkacken. Nur keinen Fehler einbauen, nur kein Kies, nur kein Rutscher, nur kein Dreher, sonst ist es vorbei. Letzte Kurve, hier geht's durch. Er ist aufdrehen und das wird so knapp, Leute. Ich glaube, es sollte aber ganz knapp reichen. Wir nehmen den einen Punkt mit unserem Pokémon-Helm und gucken uns mal an, wie er so aufs Podium gekommen ist. Ich hoffe, euch hat das Rennen gefallen. 10. Platz ist wirklich heute unfassbar hart gewesen, hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Leclercs Fahrer des Tages. Schauen wir gern ins... Ja. Was für ein grandioses Rennen und was für ein fabelhafter Sieg hier beim Großen Preis der Niederlande. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Zwei Ferraris am Podium, aber trotzdem steht ein Red Bull ganz oben. Von 5 gestartet ist der Verstappen der Sieger des heutigen Rennens. Ja, schnellste Rennrunde waren wir 1,1 Sekunden entfernt. Aber ich finde von Piastri sehr begeistert. Sehr gute Arbeit, 18. Platz ist echt sehr toll. 6 Punkte nimmt er auch mit, die gehören aber leider nicht dem Audi-Team, sondern noch dem McLaren-Team. 80 Punkte, das heißt, wir liefern uns auch noch einen knappen Fight gegen Fernando Alonso hier in der Weltmeisterschaft. 7 Punkte sind wir hinter McLaren. Ich glaube auch, dass die einzigen sind, die wir auch realistisch noch schlagen könnten. Aber ich denke mal eher, dass wir Richtung hinten aufpassen müssen. Lando Norris und vor allem auch das Alpine-Team wird uns das Ganze noch sehr, sehr schwierig machen. Bis zum Ende. 3 Punkte haben wir leider nicht verdient. Und ich denke mal auch, dass das bald beendet werden wird, weil
wir kommen ja auch nie meinen Ziel, also diesen Zielen nach, und ich werde dann auch wirklich aufpassen, was ich da nehme. 3 Punkte dachte ich mir am Anfang, ist wirklich realistisch, aber ja, jetzt freue ich mich, wenn ich dann mal einen oder maximal 2 Punkte mache. Und ja, das ist es auch nicht wert, dass wir da viel mehr Plätze brauchen. Neuer Sponsor, gesagt, getan, gibt es jetzt auch einen neuen Sponsor. Wir dürfen uns dann entweder den bestehenden nehmen oder einen neuen aussuchen. Ich wäre aber auf jeden Fall für einen bestehenden aussuchen, denn es ist wirklich unfassbar schwierig gewesen, diese Challenge einzugehen und einzuhalten. Und da will ich jetzt auch nicht mehr irgendwie alles schön und gut reden. Hier gibt es sehr viele Challenges, aber schließe, überhole 5 verschiedene Fahrer, das werde ich nicht schaffen. Beim Start vielleicht schon, schließe ein sauberes Rennen ab, ist auch schwierig. Gibt es Rad- und Radduelle und. Also verdiene eine Konstrukteursweltmeisterschaftspunkt, finde ich, ist ein reelles Ziel und das setze ich mir eigentlich auch immer pro Wochenende. Wir werden hier den Motor noch ein bisschen upgraden, aber jetzt werden auch dann die Upgrades für nächste Season schon kommen. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, dass ihr kein Video mehr verpasst. Falls euch mein Content gefällt, würde ich mich gerne über ein Däumchen nach oben freuen. Bis morgen oder später auch gerne auf TikTok und macht die 13k voll. Bis morgen, ciao.